Du bläst so viel heiße Luft wie ein Arschloch. Das nennt man Hirnfurz. Was zum Henker macht... Ich habe gerade einen neuen Begriff gelernt. Hirnfurz? Ja. Also eigentlich müsstest du den Ausdruck Hirnfurz kennen, denn wer bei uns arbeitet, der hat mit sowas täglich zu tun. Mit Hirnfürzen. Eigentlich habe ich diese Zwischensequenz aber ausgewählt, weil sie ganz gut zeigt, dass die Story eben ein bisschen aufwendiger präsentiert wird als die Nebenmission. Hier mit Tanner und seinem Kumpel im Auto. Die labern dann meistens vor der Mission ein bisschen und dann geht's direkt ins Auto und los. Manchmal wird's aber wirklich abgefahren. Siehe? Ja, jetzt gleich. Achtung, aufgepasst. Oh, danke für die Unterstützung. Nein, ich meine es so, John. Du schaffst es. Ich weiß, dass du mich hörst und dass alles gut wird. Hä? Komisch. Das passiert, wenn man im Koma liegt und sich eine Welt erdenkt. Ja, also wir verraten jetzt nicht alles zur Story, aber es ist natürlich so, dass eben Tanner eigentlich im Koma liegt und man nicht genau weiß, ist das jetzt alles nur ein Traum, ist das wahr, was davon ist wahr. Und das wird am Schluss auch aufgelöst. Man muss aber leider sagen, so richtig packend wird es nie und auch die Auflösung ist etwas, ist ein bisschen ein Downer, finde ich. Ich bin der beste Fahrer der Stadt. Ha, mal sehen. Aber witzig ist es schon, wie er sich sozusagen der Spur des Superverbrechers Jericho hinterherhangelt. Hier zum Beispiel der Jericho. Man könnte auch Jericho sagen auf Englisch, so wie er auch heißt eigentlich. Aber ich mag es dir mal wieder lassen. Hier sieht man, typische Story-Mission, wir sind in den Ordell, einen Helfer von Jericho, geschlüpft und müssen nun als Ordell einen Rundkurs fahren, möglichst schnell, damit die Bösewicht-Braut uns glaubt, dass wir ein cooler Fahrer sind und dass wir eben bei denen dann mitmachen dürfen in der Gang. Mann, alles so schön bunt hier. Oh ja, und die habe ich auch gespielt. Da muss man jemanden, der irgendwie kurz vorm Abnippeln ist, den Herzschlag, den Rhythmus stabilisieren, indem man wagemutig fährt. Genau, also total realistisch. Der Typ hat einen Herzinfarkt, hockt neben uns und der Puls geht runter, solange wir nicht fahren wie die letzte Sau. Sieht man oben links hier und für jedes coole Manöver geht der Puls wieder rauf. Ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das in echt so ist, das fände ich eigentlich ganz witzig. Dann wäre Krankenwagenfahrer der coolste Beruf der Welt. Ja, dann wäre Michael Schumacher auch Krankenwagenfahrer geworden. Ich bin der Arsch, das ist ja echt nett. Ach, verdammt, Jones. Schon wieder Flüche, Arsch, Hirnfürze, keine Ahnung. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde ich ihn doch einfach schmeißen, einfach so. Jones? Also Koma als Story-Element gibt schon einiges Wirres her. Ja, also wenn man es wirklich so ausreitet, wie Reflections das macht, dann schon. Das ist meine Lieblingsmission, muss ich sagen, im ganzen Spiel. Hier friert San Francisco letztendlich kurz mal ein in der Zeit und Tanner muss hinter einem Krankenwagen herfahren und da auch wieder einen Puls senken, seinen eigenen übrigens, mehr verrate ich nicht. Und das geschieht dadurch, dass man in dieser gelben Spur von dem Krankenwagen fährt und möglichst dran bleibt. Und die Autos verschwinden eben deswegen, weil das alles dann doch nicht ganz so wahr ist, was man da sieht. Und diese Spielweise, also in der Spur, die ein Fahrzeug hinterherzieht, reinfahren, das wird ja im Mehrspielermodus wieder aufgegriffen. Sehen wir gleich. Genau, darauf kommen wir noch im letzten von unseren drei Driver-Videos. Aber genau, das ist auch eine nette Geschichte, weil bei allen Verfolgungsjagden der zu verfolgende solche Streifen hinter sich herzieht und es einem echt cool hilft bei der Orientierung, bei so Kurvenfahrten und so weiter.